Hallo und herzlich willkommen zum Slot Krimi- und Escape-Spiele. Und ich weiß, wir haben ein bisschen Verzug. Nichtsdestotrotz habe ich total Lust, über mein Thema in Anführungszeichen zu sprechen. Und Ben, in Kurzfassen, das ist doch gar kein Problem für uns, oder? Gar nicht. Das ist halt zufällig auch genau mein Thema, dann bin ich schon wieder hier. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ja. Wir kriegen das hin. Und am Tisch ist noch die Marie, die macht jetzt das Sprachrohr für den Chat. Hallo. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir haben ein paar Neuheiten hier auch drin, dann schreibt es einfach in den Chat und sie unterbricht uns und wir können ein bisschen was stöbern. Und wir haben richtig coole Neuheiten. Ja. Einer davon würde ich den Inno geben tatsächlich. Also es ist wirklich. Oh, bin ich gespannt, aber ich glaube, wir reden vom Gleichen. Ich glaube auch. Ja, wir hatten ein Erlebnis, da kommen wir nachher dann drauf. Wir haben so noch nicht genug darüber ausgetauscht, finde ich. Das wollen wir eigentlich jetzt machen. Aber Erlebnis trifft es da wirklich. Also, ich fange einfach mal von vorne an mit altbekannten Sachen. Oh ja. Ja. Klassiker. Und zwar mit der Unlock-Reihe. Aber auch sehr beliebt, ne? War ja irgendwo die Top-Antwort beim Quiz sogar, dass ihr auch dringend gucken sollte, falls ihr es noch nicht kennt. Richtig, und zwar App-Unterstützung. Genau. War das auf Top 1. Du darfst es dann da runterlegen, dass du ein bisschen nichts angucken aber kann. Sehr gerne. Asmodee hat angefangen, die Unlock-Reihe jetzt eben auch einzeln herauszubringen, was ich ehrlich gesagt eine sehr gute Entscheidung finde. Ja. Und mich manchmal auch fragen, warum machen sie es denn nicht gleich bei den anderen auch? Ja? Sie haben sonst immer so einen Dreierpack dazu. Jetzt kann man auch das Ganze einzeln kaufen, wenn man irgendwie einen Fall besonders gerne mag. Und da wird eben sukzessive nach und nach die ganzen alten Fälle eben als Einzelfall aufgelegt. Und bei Unlock, da müssen wir, glaube ich, über eine Sache reden, worauf wir alle warten. Was bald kommt, gibt es schon. Ja. Und was ist das neueste Unlock? Was war denn so das Hauptthema von Chris heute? Chris wollte immer Star Wars. Und was kriegt er jetzt bei Unlock? Star Wars. Ganz genau. Geil. Wir haben eine Star Wars-Reihe. Ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen sind und auch daran gekommen sind. Weil haben sie mal mit Chris geredet. Vielleicht ist der Chris da schuld. Da werden es drei Fälle geben in dieser einen Box. Und eben die gewohnte Unlock-Qualität, hoffe ich zumindest. Ich habe es noch nicht gespielt. App-Unterstützung des Ganzen, man muss Rätsel lösen, man muss durchkommen in einer bestimmten Zeit und erlebt dabei noch eine Geschichte und das Ganze eben im Star-Wars-Universum. Und das ist, glaube ich, was, da kann sich nochmal eine ganz andere Fanschaft bedienen. Also ich glaube auch. Das gar nicht gemacht aber haben. Ich habe da schon was gehört, weil ich kenne jemanden, der spielt immer Spiele, die es noch gar nicht gibt und ich frage mich, wie macht er das? Er meint, das wäre schon so, wenn ihr jetzt noch nie mit sowas Erfahrung habt und ihr denkt, so Rätselspiele möchte ich gerne mal kennen und ich liebe Star Wars, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige für euch. Das soll sehr einstiegsfreundlich sein. Mhm. Okay. Gut, dann schieben wir es durch, gehen zum nächsten. Also nochmal Sebastian Fitzek's Safehouse, das Würfelspiel. Habe ich jetzt einfach in die Kategorie noch mit reingenommen, weil es halt ein Krimispiel ist. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Richtig, aber nicht so ein Krimispiel, wie man das eigentlich erwartet beim Krimispiel. Genau. Ne? Geht eben darum, dass man ein Roll and Write hat, man würfelt und danach kreuzt man das Ganze ab. Aber immer kommt jemand einem hinterher und versucht einen eben einzujagen. Hier ist der Mörder, der Täter, der versucht uns zu kriegen. Und wir starten halt irgendwo hier und müssen immer Aufgaben erfüllen mit unseren Würfeln. Und wenn wir die erfüllt haben, dürfen wir Schritte vorgehen. Immer wenn wir Würfel neu nehmen müssen, geht der vor. Und da müssen wir uns halt auch immer absprechen. Mhm, genau. Also voll Koop. Ja, es kann natürlich immer passieren, dass man irgendwann so einen den Jäger wirft und dann kommt da einer und holt einen ein. Also immer so ein bisschen Nervenkitzel und Anspannung drin. Deswegen finde ich, passt es auch ganz gut. Richtig. Und diese Kategorie, das merkt man auch so ein bisschen. Ich war nämlich auch irgendwann mal in so einem Spielladen, wo auch so ein Krimispiel bei diesem ganzen, wirklich, wo wir so mitten im Spiel rumstand. Und ich habe gesagt, das hat zwar das Krimi-Thema, aber muss nicht so wirklich ermitteln. Es hat nur so ein Thema in der Richtung. Und das ist hier halt auch so. Wenn ich so an Krimispiele denke, denke ich immer erstmal, oh, einen Mörder rausfinden und so. Hier ist halt das Thema darauf verwendet worden, was eben auch ganz gut passt. Und da muss man sich dann auch immer tatsächlich auch mal schlau machen, in welche Richtung das Spiel jetzt geht. Ne? Ja. Nicht, dass man auf einmal sowas als Krimispiel kennt und dann kauft man sich so ein anderes und dann lebt auf einmal eine Geschichte und denkt, das wollte ich gar nicht. Findet man meistens sehr cool. Oder andersrum. Aber das ist eben, ne, von Sebastian Fitzek ist jetzt das dritte Spiel, glaube ich. Ne? Das ist das zweite. Das dritte ist ja... Killer Cruise. Genau, also insgesamt gibt es drei, ist das zweite. Ja. Dann gibt es Crime Hotel. Sieht anders aus. Weil es eben die deutsche Version ist. Das ist der Grund. Ben und ich haben es nämlich schon gespielt im Englischen. Richtig, also Englisch ist übertrieben. Japanisch, Chinesisch, Koreanisch. Es war eine Englisch oder mit irgendwie dabei oder im Internet oder irgendwie sowas, ja. Mich freut es, dass es ins Deutsche geschafft hat. Und was würdest du sagen, ist das Besondere an dem Spiel, jetzt an dem Material? Die Karten. Ach, nee. Doch. Die Decke. Die Decke. Und zwar hast du hier nämlich aus Stoff einen Spielplan. Das heißt nämlich, da ist gar kein Spielbrett drin, wie man es eigentlich kennt, sondern es ist so eine Servette, würde ich fast nicht sagen, aber ja, von der Größe her klappen das eben so auf und darauf legt man die Karten. Wobei man sagen muss, die Karten, das sieht jetzt ein bisschen groß aus, was rangezoomt wurde, dass es Originalgröße der Karten passt. Die sind wirklich sehr klein. Also würdest du sagen, wenn ich das spielen will, muss ich erstmal das Bügeleisen rausholen. Ich glaube, so Polyester oder irgendwie sowas. Hotel aus Stoff. Mhm. Ja. Und es ist ein Stichspiel in seinem Herzen.
Das Besondere dabei ist, dass sich irgendwo in diesem Hotel der Täter versteckt hat und wir durch dieses Stichspiel immer Plätze besetzen, also irgendwelche Zimmer raten können und dann können wir rein und Spalten auch vermuten und dann sagen, ist der dort oder ist er dort nicht? Am Ende wird es erst aufgelöst, ja, der war dort und wir können immer mehr und mehr deduzieren, wo könnte er denn sein, wo könnte er denn nicht sein. Ja, das ist kein Hotel. Ja, nochmal ein richtiges Escape-Spiel. Gegeneinander, wir können es auch dazu sagen, für 3 bis 4 Spieler tatsächlich, ab 8 Jahren. Genau, 3 bis 4, ja. Flucht aus der Starline Express. Da weiß ich noch gar nicht, ob du es gespielt hast, ist mir gar nicht bekannt. Und ich bin der FL. Wir haben zusammen gespielt. Oh, wir haben zusammen gespielt? Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Okay, wir haben zusammen gespielt. Ist ab 12 Jahren 2 bis 5 Spieler, kommt von Moses heraus und da, ja, Agatha Christie-mäßig, befinden wir uns eben in so einem, ja, Zugabteil und gehen dann immer weiter in diesem Abteil und haben währenddessen so eine Geschichte, die wir lösen und dazu klassische Escape-Rätsel. Also es ist ein Rätselspiel, man kann es einmal gespielt haben und dann eben weitergeben, da wird auch nichts zerstört und danach kann man das wieder zusammenpacken und dann kann auch jemand anders mit Spaß haben. Richtig. Auch Einstiegslevel, würde ich sagen. Das ist Einstiegslevel, ja. Richtig, genau. Familieneinsteigereignis steht sogar drauf extra. Oh. Ja. Kommen wir mal zu was Neuem, oder? Das ist, also neuer geht's ja fast gar nicht. Ja, das ist Instacrime. Ist jetzt die spanische Version und mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet. Ich kann nämlich null. Ist die wirklich komplett auf Spanisch? Ist das nicht wenigstens Englisch? Nee, weil hier steht also Instacrime, e un yogo cooperativo. Ich kann ja Spanisch, wenn ich das hier lese. Spiel. Ja, eben. Da bin ich mal gespannt, was... Also, erster Fall. Ne? Aha, Moment, jetzt musst du so übersetzen. Ich habe nur ein paar Vokabeln von meinen Söhnen abgeguckt, mehr nicht. Ich kann gar kein Spanisch. Ja, wir müssen ein Mysterium erforschen, in einer Serie mit Fotografien, also mit Bildern irgendwie. Jetzt wird es schwierig. Ich hatte das letzte Schuljahr bei meinen Söhnen nämlich nicht mehr so viel Zeit, ihr Vokabeln zu überprüfen. Und ich habe nur Französisch in der Schule gehabt. Ich weiß ein bisschen, was über das Spiel. Ja, meine Familie, Aber ich meine, Krimispiele kann ja jetzt jeder einfach so rausbringen. Ja, wir müssen diesen Fall halt lösen mit der Mundfort. Ja. Wer hat denn der Verlag, der das macht, irgendwelche Referenzen? Hat der denn schon mal irgendwas Cooles gemacht? Oder würdest du jetzt sagen, na, ich weiß es noch nicht? Ja, wenn, der hat echt? Referenzen. Hat er? Ja, cool. Genau. Und zwar, das kommt nachher sogar noch, haben die Sherlock-Reihe gemacht. Und die ist ja bei uns eigentlich sehr, sehr hoch im Kurs. Also finde ich richtig gut. Ich auch richtig, immer noch, also, da freue ich mich immer. Ja, freue mich immer auf die neuen Fälle noch, wo wir auch kooperativ einen Fall lösen müssen, aber dann immer Karten entscheiden müssen, ob wir die eben allen zur Verfügung stellen oder ob wir sie abwerfen. Und hier ist es so, dass wir Bilder verteilen und diese Bilder beschreiben müssen. Ihr seht also schon, wie das hier ein bisschen angehaucht ist. Ja, also es geht irgendwie in die High Society. Und wir bekommen Bilder, die wir den anderen beschreiben müssen. Okay, also ich kann sagen, die englische Anleitung reicht mir, ich brauche nur die Bilder. Eigentlich okay, schon, dann ja. Ist gut. Ich glaube schon. Und ich bin da auf dem Instagram-Account, glaube ich, gewesen war von denen. Da habe mir das eben dann angeschaut, wie dann die Fotoshootings waren und wie das gewesen ist und sowas. Okay. Das hat mir schon irgendwie gefallen. Also das... Anscheinend darfst du die Bilder nur beschreiben und musst eben genau das sagen, was da drauf ist, und darfst nichts vergessen, weil da sind kleine Details drauf und dann kannst du rauskriegen, wer es gewesen ist und welche Tatwaffen in Frage kommen könnten und so weiter und so fort. Also ich dir sagen würde, guck mal im Hintergrund, aber ich kann sagen, im Hintergrund hier sehe ich eine Spritze oder irgendwie sowas und da sind die Personen drauf, also kann einer von denen die gehabt haben. Ist neu erfunden, ich habe es nicht reingeschaut, ja, aber in diese Richtung wird es gehen und da habe ich Lust drauf. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich bin vor allem gespannt, wann es von mir ankommt, weil mich hat irgendwie in den letzten 4 Tagen, 5-mal, während ich auf Sendung war, irgendjemand aus Spanien angerufen. Die hatten schon mal Bescheid gesagt mit Lieferungsproblemen. Also das ist auch ein Krimi-Fall rauszufinden, wann das dann ankommt. Ah, okay. Aber wir werden es spielen. Ja. Sag mal, Ben, wo gerade die Lücke ist, bei dem Spiel eben mit der Decke, mit der Stoffdecke, hatte das Spiel mechanisch noch irgendwie eine weitere Bewandtnis oder war das einfach nur so ein Feature, dass das jetzt eine Stoffdecke war? Das ist tatsächlich einfach nur ein Feature. Ja, ja, gut. Genau. Man muss ja auffallen, ne? Ja. Hier also ist das ein Grund, mal wieder das Bügeleisen rauszuholen. Richtig. Ich habe hier 2 Fälle von Black Party. Ich glaube, insgesamt waren es sogar 3, die erschienen sind, von Moses. Die gehen jetzt also auch in die Krimi-Party-Reihe. Dort kann man eben so eine Feier. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute können da mitspielen? Da können mitspielen 6 bis 7 Spieler und hier auch 6 bis 7 Spieler ab 16 Jahren. Man sollte so 3 Stunden Zeit einplanen. Genau, so ein klassisches Krimi-Dinner, wo man eben die Zeit einplanen muss dafür. Aber was ist denn ein Krimi-Dinner, Stefan? Genau, man schlüpft in Rollen und lädt sich dann seine Freunde ein und die verkörpern dann diese Rolle, die sie eben gehabt haben und es gilt ein Mordfall zu lösen. Und dazu muss man eben genau hören, was die Leute eben sagen. Man bekommt Indizien währenddessen und kann dann nach und nach rausbekommen, wie das Ganze denn gewesen ist. Und ich weiß, dass du auch schon ein paar Krimi-Dinner hast. Ich habe schon 2 gespielt. Eins von einem auch sehr bekannten Autor, der sich leider zurückgezogen hat. Aber das war wirklich sehr cool. Also noch andere Zeit. Den haben wir jetzt, da bist du ja auch bescheiden. Ne? Hast du jetzt dein Messekrimi gar nicht hier? Nee, natürlich nicht. Aber den kann ich euch, wenn ihr halt irgendwie Spielfans seid, es gibt noch, glaube ich, Restexemplare.
echt coole Ideen drin. Macht Spaß. Genau, und Cosmos hat auch einen neuen Krimi-Fall. Murder Mystery Party, mörderisches Klassentreffen, auch ab 16 Jahren. Das ist ab 8 Spieler. Das muss man immer dazu sagen, weil es wirklich eine feste Anzahl an Personen ist. Genau 8 Spieler, ne? Genau. Nicht ab 8, sondern 8. Nee, man braucht genau 8 Spieler. Und Spieler ist auch charmant, ne? Ja, das sind ein 8. Wenn du hier an der Seite stehst, dass man es lesen kann. Spieldauer, ein Abend. Witzig. Habe ich auch mal durchgeschaut, die ganzen Krimi-Dinner von denen. Das ist etwas, was ich wirklich auch Einsteigenden empfehlen kann, weil das sehr gut angeleitet ist. Also die Rollen, da muss man auch viel vorlesen. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr fühlt euch noch ein bisschen unsicher und ihr wisst nicht, ob das sowas für euch ist und ob ihr so schauspielern könnt oder irgendwie sowas, da wird man hier sehr gut angeleitet, weil es auch so Parts gibt, wo man einfach nur was vorlesen muss. Und dann kann man seinen Charakter einfach dadurch leben, in diesem Text vorliest. Weil es wahrscheinlich ja natürlich eher so ein Spiel für nächsten Sommer ist, ne? Ja, momentan mit 8 Leuten ist nicht so die beste Zeit. Genau, aber kommt ja wieder. Kommt ja wieder und dann, also macht echt viel Spaß. Auch wenn man denkt, man mit Rollenspielen und so nicht wirklich viel am Hut und will das nicht und so, versucht das einfach mal. Ich war irgendwann mal auf einer Silvesterfeier, wo wir sowas gemacht haben, da war es nur ein Krimi-Snack. Es war mega cool und ich hätte auch nie gedacht, wer wirklich der oder die Mörderin ist. Also steht und fällt mit den Leuten natürlich. Richtig, richtig, aber man kommt da rein. Also ich habe das noch nie, also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber eigentlich sind die Leute immer irgendwie reingekommen. Mhm. Dann, apropos. Hier ist die neue Sherlock-Reihe. Oha, die habe ich. Wieso? Aha. Ich weiß, du hast sie noch nicht gespielt. Die verfluchte Mine. Aber wenn man sehen kann, habe ich es auch noch nicht gespielt. Der Pakt mit dem Teufel. Ja, weil noch alle verpackt sind. Morgengrauen. Oh, da haben wir ein Thema. Ja, haben wir ein Thema und zwar Western. Ja. Sie haben sich ein Western-Thema einfallen lassen und ich sage gleich, aufpassen, denn die Packungen sehen so ähnlich aus. Mhm. Ich wollte auf einen Spieleabend gehen und wollte das Einfache mitnehmen. Und dann habe ich auch das Schwierige mitgenommen, weil die sehen sich halt so ähnlich. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich mit denen nicht spielen. Das ist dann zu komplex, wenn man das ganze System noch nicht kennt. Gibt ja nicht mal ein einfaches, ne? Fang gleich auf Mittel an. Ja, die wissen schon, dass vielleicht die meisten das Sherlock haben. Naja, finde ich auch gut. Auch dort, es gibt ja einen Einstiegsfall, den man kostenlos bekommen konnte. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt, aber da hat aber kostenlos. Diesen Promo-Fall. Das war auch einfach ein richtiger, kompletter Fall, den es einfach so gratis dazu gab. Das fand ich auch cool. Ja. Was sagst du, Ben, zum Western-Thema? Ist das was, was ihr anmacht oder sagst du eher, warum denn jetzt ausgerechnet das? Also ich bin ja auch eine Generation, die noch mit Bonanza groß geworden ist und auch ich habe wirklich gerne Western-Filme geguckt. Mich macht das tatsächlich schon ein bisschen an. Ah, okay. Und dich nicht so? Nee. Echt nicht? Nee, also Western ist nicht so meins. Also ich lasse mich natürlich gerne drauf ein, weil ich Sherlock halt so gerne hast mag. Hast du das schon wie vom Tod gesehen? Ja, als Jugendlicher. Ja, also ich finde es gut. Ja, ich lasse mich auf jeden Fall drauf ein, weil das... Das muss man mir spielen, da müsste voll... Das kann gut sein, wenn wir das spielen, dass es dann anders ist. Ich glaube, ansonsten hat sie nicht viel getan im Vergleich zu den anderen. Die Reihe an sich ist für mich ja schon ausgereift und deswegen braucht man eigentlich nicht viel Großes ändern. Ich finde die Idee zu sagen, wir machen mal jetzt ein Western-Thema und von mir aus als nächstes irgendwie ein dunkleres Thema, so ein schwarzes oder irgendwie sowas. Ja, und da kann man auch cool irgendwie eine Kampagne, vielleicht wenn wir da mal eine Kampagne sehen, vielleicht ist es ja sogar, ist es keine, glaube ich. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wäre schon auch spannend. Genau. Schön klein, kann man immer mit einstecken und hat dann die Möglichkeit und super für Einsteiger geeignet. Genau, sind auch eben nur 32 Karten drin, die wir einfach runter. Das Schöne bei dem Spiel, mit dem Spiel selbst noch gar nicht viel gesagt. Ja, ne? Vorne habe ich ein bisschen gesagt. Genau, aber gut. Ja, aber toll ist halt bei diesem Spiel, also dieses Spiel hat ja diese Karten, die man runterspielt und die spielt man einfach runter und das dauert 10, 15 Minuten. Und dann denkt man ja, das Spiel ist zu Ende. Ha, nee, dann geht das Diskutieren los, was jetzt wirklich passiert ist, was das alles mit sich auf sich hat. Dann belegt man nochmal, sagt, guck nochmal auf der Karte hier, das Detail, das weist doch darauf hin. Und dann belegt man mal bei den abgelegten Karten, ich hatte den Kalender, da stand irgendwas drin mit dem Kongress. Und dann, wir haben, glaube ich, wirklich einmal 1,5 Stunden danach diskutiert und haben unsere Theorie dreimal über den Haufen geworfen. Das haben wir auch. Nachdem wir schon beim Durchspielen des ersten, wir hatten eine komplett feststehende Theorie, die perfekt war. Wir wussten, wir haben den Mörder, wir brauchen gar nicht mehr groß diskutieren. Und die letzte Karte hat alles vor den Haufen geworfen, weil da war klar, nee, der oder die kann es nicht gewesen sein. Verdammt, was machen wir jetzt? Finde ich super, super cool. Macht manchmal richtig viel Spaß. Fängt es auch nochmal an, wenn man die Fragen am Ende liest. Genau. Und dann wird eine Frage gestellt und man sagt sich, Moment mal, die Frage haben wir uns gar nicht gestellt. Mhm. Jetzt müssen wir nochmal diskutieren und plötzlich geht wieder in das tiefe Ganze rein und wirft nochmal alles um. Ich find's mega gut gemacht. Ja, also ich finde das wirklich ganz stark. Wirklich schick. Ihr merkt, wir sind da Fans von. Ja, vor allem, also wir haben schon so viele 12 gespielt oder irgendwie sowas, ich bin das Ganze immer noch nicht leid. Also, nö, immer, das geht auch kurz und schnell. Die verlassene Bibliothek ab 12 Jahren, 1 bis 4 Spieler, ca. 60 bis 75 Minuten. Das würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, ist nicht so für die Einsteiger. Nee. Denn da geht es schon ein bisschen mehr in die Rätselecke rein. Auch wieder eher klassische Escape-Raum, Exit-Spiel, so die Richtung. Genau, also auch nur einmal spielbar und sehr viele mathematische Rätsel und auch, wo man teilweise ein bisschen Vorwissen braucht. Man muss schon was wissen zu dem Ganzen, aber war für mich ist so ein ganz netter Snack.
Ja. Für zwischendurch. War, es hat auch immer, man hat immer so Karten, wo man Aufgaben lösen muss. Wir haben das, glaube ich, zu viert oder so gespielt. Ja, wir und, auch. Und da hat dann einfach jeder immer, das sieht man hier hinten auch so ein bisschen drauf, da wird natürlich nicht so viel gespoilert, dass man halt Karten bekommt, wo man auch erstmal rausfinden muss, was ist die Aufgabe. Dann liegen halt eine bestimmte Anzahl an Karten in der Mitte und man überlegt dann und irgendwann sagt man auch du, ich habe mir hier schon das und das überlegt, ich guck du da nochmal drauf und wir tauschen Karten und wenn man eine Karte gelöst hat und es richtig ist, kann man sich die nächste Karte nehmen und man soll das dann auch so in einer Stunde ungefähr schaffen. 60 bis 75 Minuten steht drauf. Also für Leute, die gar nicht so sehr auf diese richtig krass abstrakten Rätsel stehen, sondern die es auch so ein bisschen logisch mögen, schon auch ein guter Einstieg. Ja. Gibt es eine Frage aus dem Chat, oder? Nee, Moment. Es wurden schon wieder Fragen im Chat auch beantwortet. Das sind so super. Fragen, wir haben halt, kann man Sherlock mit Unlock vergleichen und so? Ah, und da gab es schon ein paar Antworten. Der beste Chat. Also, ganz toll. Ich bin ja auch großer Sherlock-Fan übrigens. Okay. Man muss halt aufpassen, dass man das nicht zu sehr zerdenkt irgendwann. Es wird dann nur noch schlimmer mit den eigenen Themen. Irgendwann muss man dreht man sich im Kreis und denkt so, okay, wir müssen jetzt noch mal was festlegen. Ja. Und was ist mit dir mit Western-Thema? Ist das auch eher was, wo du sagst, da bin also, ich dabei? Ich wollte gerade sagen, Bonanza und so habe ich nicht so geguckt, aber ich fand die Winnetou Uschi Glas. Und so, ja. Muss ich auch sagen, wir haben ja, auch einen sehr. Ja, eher Old Shatterhand bei mir, ne? Ja, ja, klar, ja. Ein sehr fachkundigen Chat, der sich ja eben auch auskennt. Das heißt, wenn man da Fragen hat, stellt die. Wir können die vielleicht gar nicht hier im Chat alle beantworten, aber ihr kriegt die Antwort meist von anderen Leuten, weil Spieler sind ja einfach, das heißt ja Gesellschaftsspiele, Menschen sind gesellig, wollen sich gegenseitig helfen. Ich finde die Brettspielszene ist einfach super cool. Ja, ich reise auch viel durch die Gegend, werden auch immer wieder Leute kennen, mit denen ich das erste Mal spiele. Und ich habe noch nicht einen Ausfall dabei gehabt. Das war immer ein cooles Erlebnis. Man verbindet sich automatisch dadurch. Ja. Also, wenn ich sage, vielleicht kommen wir jetzt nicht so gut auf einer Wellenlänge klar, aber lass uns was spielen. Richtig. Und dann haben wir vielleicht doch. Ich habe schon manche Mitspieler gehabt, wo ich am Anfang dachte, mit dem kommst du gar nicht klar. Und dann aber nach so zwei, drei merke ich, doch, eigentlich verstehen wir uns ganz ja, gut. Ja, genau. So, jetzt kommt was, da bin ich sehr neidisch auf Ben. Warum denn das? Denn er konnte schon spielen und ich habe kein Exemplar gekriegt und habe jetzt zum allerersten Mal so ein Exemplar in der Hand. Und deswegen musst du da ein bisschen mehr zu erzählen. Das heißt ja schon Break-In, also muss es schon was anderes sein, als was man normalerweise von Escape-Räumen. Genau, in normalen Escape-Spielen wollen wir immer raus. Und hier in diesem Break-In, ne, hier steht ja auch Flucht aus Alcatraz, nach Alcatraz, wo auch meine Freunde erstmal gefragt haben, sind wir denn doof? Warum wollen wir in diesen Knast? Ne, Schwierigkeit 2 von 4. Und das ist auch noch zu, deswegen kann ich jetzt, das Lustige ist, es zeigt tatsächlich ein bisschen was auch auf der Rückseite. Ne, diese Schachtel ist erstmal zu und wir müssen erstmal rausfinden, wie machen wir die überhaupt auf? Also, wie das geht, ist relativ einfach. Wir können einfach die Sachen aufmachen. Ich wollte gerade sagen, wir haben halt Rätsel zu lösen. Und das hat halt diese 3D-Komponente, dass wir das Ding erst auf dem Tisch haben, dann machen wir es auf, haben wieder neue Elemente, haben auch teilweise wirklich dieses dreidimensionale in die Rätsel eingebaut, was ich mir sehr gewünscht habe. Das haben sie an einer Stelle wirklich cool gemacht, dass man denkt, geil, das ist eine gute Idee, dass das Thema wirklich gut eingebunden. Mhm. Und man kommt halt so nach und nach, wie in diesen russischen Figuren, immer tiefer rein, man, ne, immer weiter in den Kern des Ganzen. Man macht also erstmal die Schachtel auf, dann die Box, dann blickt man, wie man die Box aufmacht. Ist auch sehr cool gemacht, was sie dann gemacht haben, wenn man sie aufmacht. Und irgendwann hat man halt so komplett alles gelöst. Ich glaube, wir haben, da steht, glaube ich, auf Spieldauer 2 Stunden. Ich glaube, wir haben tatsächlich sogar 3 Stunden gebraucht. Wir haben uns da ein bisschen schwer getan. Aber waren auch teilweise echt coole, kreative Rätsel bei. Ich würde sagen, so generell von den Rätseln her ist es was für Leute, die jetzt auch manchmal sagen, so also ganz um die Ecke denken mag ich nicht, sondern auch so teilweise einfach Logikrätsel, die man mit so ein bisschen Geduld und Fleiß auch lösen kann. So in die Richtung geht das. Und auch ohne App oder so, das ist wirklich einfach nur das Spiel an sich und man kann das danach, man macht nichts kaputt oder so, man kann das danach einfach wieder komplett zusammenbauen und irgendwem anders geben, der es dann aufspielen kann. Hilfesystem? Hilfesystem ist auch gut gemacht, da haben sie diese Rotkarte, wo du dann diese roten Text da einfach lesen kannst und der ist auch in mehreren Stufen aufgebaut, dass du erstmal nur den Hinweis abholen kannst, dann den Wink mit dem Zaunpfahl, dann den Wink mit dem Brückenpfeiler und dann die Lösung. Okay. Also man kommt davon dann drauf. Und wenn ich jetzt hier aufmache, die ganzen Seiten und sowas, ist es wirklich immer so, dass eine Seite enthüllt wird nach und nach oder mache ich dann auch teilweise alles auf? Hier machst du wieder, wie das hier zu sehen ist, du würdest halt gleich alles einmal aufmachen. Aha. Und dann musst du halt gucken, was da so die nächsten Rätsel. Da hast du auch wieder ist da Karten drin, die dir halt sagen, was ist überhaupt so deine Aufgabe. Und hast du eine Geschichte, Hinweise geben. Es wird eine durchgehen. Du erfährst auch, warum du so blöd bist und nach Alcatraz rein möchtest. Okay. Das kann man ja auch alleine spielen, oder? Man kann diese ganzen, also fast alle Exit-Rätsel auch immer gut alleine spielen. Manche haben auch manchmal so eine Teamkomponente drin, das ist aber ganz selten. Das hier geht wunderbar rein, steht auch drauf, 1 bis 6 Spieler. Und ich würde tatsächlich auch bei den meisten Spielen empfehlen, wenn jetzt wirklich alle mega Bock drauf haben und ihr euch zu 6 treffen wollt, würde ich euch eigentlich empfehlen, kauft das 2 von 14 3. Gruppen. Ja, also lieber stimmt. Mit so 2, 3 Leuten, weil dann können auch immer alle das Material sich angucken und wenn man das manchmal auch zu 6 spielt, dann sitzen 4 da drum und 2 sagen, ich würde auch gerne was machen. Also meiner Erfahrung nach eher mit weniger Spielern
Aber alleine spiele ich auch nicht so gerne. Nee, ich mag dieses sich austauschen dann darüber und außerdem brauche ich jemanden, der mir auf die Schulter klopft, wenn ich ein Rätsel gelöst habe. Genau, und hier ist auch schon angeteasert in ganz klein. Das ist jetzt Break in Alcatraz. Das gibt es jetzt ja schon. Das soll jetzt auch bald auf den Markt kommen. Und dann kommt noch Break in Area 51. Also auch so ein bisschen ne, Alien-Thema in Amerika. Und dann haben wir noch Break in Chicken Itza. Das ist dann eher so, ich weiß, Inka, Maya, Azteken. Genau. Irgendwas in dem Bereich. Okay. Ist das denn auch so ein Eimerspiel oder ist das so eins, was man weitergeben kann? Dann? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also das kann man tatsächlich man selbst einmal spielen, weil dann kennt man halt natürlich die Rätsel und die Lösung und so, aber danach kann man alles wieder zusammenbauen, alles wieder da reinmachen und dann kann man sagen, hier, lieber Stefan, jetzt kannst du das spielen. Ich habe da gerade Nightmare im Chat gelesen. Kommt. Ja, das, ne? Also lieber Chat, Nightmare kommt gleich auch kommt. Noch. Auf jeden Fall auch Nightmare. Chronicles of Crime, die 1400-Version. Ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß auch gar nicht, ist die englische Version noch hier? Die englische, ja. Die App gibt es seit letzter Woche im App Store. Ah, okay, also noch keine deutsche Version. Ja, ich hatte das Spiel 2 Wochen, bevor es die App gab, deswegen konnte ich es auch noch nicht ausprobieren. Ach so. Ich habe aufgehört mit Chronicles of Crime nach der Grundbox. Also ich das war, glaube ich, der Fehler. Die Erweiterungen sollen richtig gut sein. Habe ich auch gehört. Und irgendwie, ich hätte doch mal wieder Bock drauf, also im Ganzen mal wieder einzusteigen. Die alle zu Hause. Gerade wenn die sich weiterentwickelt haben und sowas, weil die prinzipielle Idee finde ich mega. Was also ist denn das prinzipielle an dem Spiel, was es so besonders macht? Das Besondere ist, dass eine App eingebunden ist. Und zwar in der Form, dass man die ganze Zeit die Hinweise, die man findet, einscannt mit der App und dadurch eine Geschichte erzählt wird. Also wir haben irgendeinen Verdächtigen, dann scanne ich den Verdächtigen ein, dann kann ich mit denen reden. Und dann nehme ich irgendeine andere Karte und ich möchte ihn befragen zu und dann nehme ich diese Karte und scanne die ein. Und dann erzählt er mir was durch diese App, ja, was dazu passt. Und dann sagt er zum Beispiel, ich habe das und das gesehen, darf mir neue Karten wieder nehmen, weil irgendwelche Blutspuren gesehen, dann nehme ich mir die Blutspuren. Dann kann ich jemand zu anderen gehen, denen auch die Blutspuren zeigen. Oder ich gehe zur Gerichtsmedizin und lasse da die Blutspuren untersuchen. Und dadurch entfaltet sich so eine ganze Geschichte. Also ich finde diesen Ansatz, dieses Konzept halt so stark. Ist auch gut gemacht. Also du fragst ihn halt nach irgendwas, nach diesen Blutspuren und dann sagt er, ich weiß nichts. Dann hast du aber vorher schon einen Brief irgendwie von seiner Oma bekommen und dann, wo halt irgendwie drin steht, naja, der ist nicht ganz so koscher. Dann sprichst du ihn halt auf diesen Brief und dann sagt er, naja, jetzt mochte ich eigentlich nicht so wirklich. Das ist schon gut gemacht. Das ist eben auch so ein offenes Setting. Das Grundspiel davon ist so London-Setting, auch in so einer Jetztzeit eigentlich. Und das ist ein bisschen wie Time Stories, falls ihr das kennt. Das ist halt so ein offenes System. Das kann man halt mit A, kann man die Karten, die da drin sind, für die Fälle nutzen. Man kann aber auch einfach in der App sich andere Fälle runterladen, wo die gleichen Charaktere dann für andere Fälle benutzt werden. Genau, ja. Und man kann das halt wie jetzt hier 1400 machen. Man kann das auch 500 vor Christus machen. Man kann das irgendwie 3000 Jahre in die Zukunft versetzen. Da ist man wirklich relativ offen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und man kann einfach sofort losspielen. Ja. Die App führt einen einfach durch. Gute Einbindung von der App. Und erinnere dich, das war auch in unseren... Und was haben wir denn bei der App noch vergessen zu erzählen? Dass sie kostenlos ist. Und dass sie uns wirklich in das Spiel reinbringt, denn ihr kennt ja vielleicht so ein bisschen VR, Virtual Reality. Oh, hat ja, man stimmt. Ja auch so ein bisschen gemacht, was finde ich auch ein sehr cooles Gimmick beim Spiel ist. Ja. Man kann nämlich dann auch sagen, irgendwann, okay, wir haben einen Tatort, gucke dir den Tatort an. Dann kann man entweder nur sich das Handy nehmen und dann ein bisschen rumscrollen oder man kann so eine 3D-Brille oder so diese Gläser drauf machen. Dann kann man sich das Handy quasi so vors Gesicht nehmen und dann sieht man da halt den Baum und wenn ich dann da hingucke, dann sehe ich da halt irgendwie die Leiter und da sehe ich dann das Haus und dann sehe ich da, in welche Papiere liegen. Dann sehe ich da irgendwie vielleicht irgendwie einen Ast drunter hängen und da ist ein Seil und da ist eine Blutspur. Dann muss ich halt meinem Mitspieler sagen, ich sehe das. Die suchen dann währenddessen die Karten raus. Dann sagt man, hier, guck du auch nochmal. Und dann sieht man halt wirklich diesen Tatort, also wirklich so für die Immersion, echt gut. Das macht man nicht ständig, nicht nonstop, sondern halt so 3-4 Mal im Spiel. Aber das ist schon wirklich toll. Ab welchem Alter ist das? Das hier ist empfohlen ab... Ich bin ab 12 gesagt. Ja, wir finden das raus. Es wird hier irgendwo drauf. Ab 12, genau. Ach, wieder, 1 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten pro Fall. Und beim Grundspiel war es halt so, man hat halt wirklich diese Box gekauft. Und es gab noch so Download-Content, wo man sich einfach mehr Fälle runterladen konnte. Und ich glaube, die haben auch tatsächlich immer eine Altersempfehlung dabei stehen. Also manche Fälle sind halt eher ein bisschen düsterer, manche sind ein bisschen seichter. Und in der Grundbox zum Beispiel ist auch eine Kampagne, die, glaube ich, aus 3 Missionen besteht, wo man wirklich so einen durchgehenden Fall hat, aber auch noch Einzelmissionen. Und das hier sind auf jeden Fall 4 Unique Medieval Crimes. Das häufig. Ich weiß nicht, ob es hier eine Kampagne ist oder nicht. Werden wir noch rausfinden. Werden wir rausfinden. Dann müssen wir spielen. Auf jeden Fall habe ich total Lust, jetzt wieder drauf gekommen, so erzählt hast mit dem Ganzen. Ben, ich habe was mitgebracht von daheim. Ich weiß gar nicht, ob du es nämlich schon gespielt hast. Und zwar den 2. und 3. Fall. Ich dachte, den gibt es noch gar nicht. Okay, ich dachte weil Teil 2 musste irgendwie Corona-bedingt verschoben werden, deswegen kam erst Teil 3 raus. Und ich dachte, Teil 4 wäre, wo ist Teil 2? Genau, es ist von Hidden Games. Also im ersten Fall haben wir beide gespielt und fanden die beide super gut. Ja, haben wir vielleicht sogar zusammen gespielt, ich weiß es nicht. Ich glaube, nee. Es gibt auf jeden Fall wieder Nachschub und gleich 2 im Petto von Hidden Games.
ganz überraschend, weil da, den hat man sich gekauft und dann macht man die Packung auf und legt eigentlich sofort los. Denn in diesem Brief findet man lauter Unterlagen zu einem Kriminalfall. Und diesen Kriminalfall, das wird irgendwie kaum spielerisch gemacht, sondern das könnte wie ein echter Kriminalfall sein. Man hat die Unterlagen bekommen von einem Detektiv oder von der Polizei. Ja? Und dann nimmt man die ganzen Dokumente und verteilt die auf dem Tisch und fängt dann an, so eine Geschichte zu spinnen. Dann sagt er, ah, ich habe hier von der Gerichtsmedizin was gefunden. Da ist jemand gestorben, der hieß so und so. Dann sagst du, ja, den Namen habe ich hier gefunden. Ein Zeitungsartikel. Genau, da ist anscheinend Fußballer gewesen, war da im Fußballclub und dann war er da am so und so vielten und dann war er im Krankenhaus, da habe ich hier noch was gefunden und hier ist noch eine Rechnung von irgendwas. Also so an der Realität ein bisschen. Visitenkarten, alles mögliche, kann da sein. Und sehr kreativ. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ich glaube, hast du einen gespielt? Ich habe den dritten schon gespielt. Ah, den dritten hast du schon gespielt. Kannst du mir zu dem ein bisschen was sagen? Ist da wieder was Besonderes oder was anders? Oder ist eine App-Einbindung? Oder? Also ich kann dich schon mal ein bisschen anstarren. Wir haben ihn perfekt gelöst. Oh, das ist alles raus. Also ist der Druck wieder so groß. Er war auf jeden Fall auch schick. Wir haben zu viert gespielt, hatten auf jeden Fall mega viel Spaß dran. Es war auch wirklich so, dass wir komplett wieder gucken, ermitteln, wer wann wo. Du musst ja auch immer, weil meistens haben ja in diesen Spielen alle Leute, die so auftreten, irgendein Motiv. Und meistens haben sie alles ein sehr gutes Motiv, meistens ist es ja irgendwie ein Mord oder so, den auszulösen. Und dann musst du ja immer rausfinden, ne, wer hat jetzt weniger Groll auf ihn als die anderen oder wer hat mehr Groll auf ihn, dass er wirklich ihn tötet. Und das war wieder gut gemacht. Das hat auch ein bisschen immer Internet-Einbindung, war aber hier auch wieder auf einem guten Level. Also man musste auf irgendwelche Webseiten gehen, bei Facebook rein musste, Twitter, bei den ersten Fällen, das ist jetzt einfach alles ausgedruckt dabei. Das heißt, man braucht keinen Social-Media-Account dafür. Facebook-mäßig aufgemacht ist, hat man quasi als Ausdruck und muss dann da irgendwie sich die Bewertung angucken oder was auch immer. Mhm. Wie findet ihr denn das, was ihr hiervon schon gespielt habt, im Vergleich zu zum Beispiel Adlerstein, das ist ja so ähnlich? Gleiches Level, meiner Meinung nach. Also beides wirklich gut. Also da gibt es nicht viel zu kritisieren. Das sind vielleicht so Kleinigkeiten, also Nuancen oder irgendwie sowas. Aber wer Adlerstein gefallen hat, dem gefällt das auch. Und der Top-Verlag, glaube ich, hat jetzt auch so eine Crime-Box rausgebracht. Die habe ich noch nicht gespielt, habe ich gesehen. Da war auch so ganz, das war das gleiche Konzept. Mhm. Da kann man einfach coole Sachen machen, das macht halt auch immer wieder. Es ist jetzt nichts, wo ich halt, wenn ich 10 Sachen davon hätte, ich würde die nicht in 2 Wochen komplett durchspielen. Nee, genau. Das ist was, da freut man sich halt drauf. Ich bin da auch bei Exit und so, da sagen auch viele, immer nur so 2 oder so. Wenn diese ganzen Verlage, die das alles machen, die sich einfach absprechen würden und der eine macht im Januar seine 9 Fälle, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, immer so 1-2 neue Fälle, dass ich jetzt immer genau die richtigen Dosen bekomme. Das würde ich halt total toll finden. Deswegen finde ich es hier auch gar nicht schlimm, dass da in der Regel nur 1 oder 2 pro Jahr rauskommen. Dann hat man Zeit, A, die anderen zu spielen und B, sich darauf zu freuen. Bist du ein bisschen abhängig? Das hört sich so nach den richtigen Dosen an. Ja. Man fragt sich auch immer, habe ich jetzt nicht so viel davon, weil es irgendwie doch immer so ein Fall löst. Es macht immer wieder Spaß. Ich habe immer wieder Bock drauf. Immer wieder coole Ideen drin stecken. Und irgendwann ist es auch so, da ist ja immer so ein Kniff in der Story drin. Und wenn du den raus hast, dann denkst du dir so, das war das Besondere. Das ist das Besondere. Und ich und wir sind drauf gekommen. Ja, bin ich gespannt. Also wir sehen ja auch an der schier an Masse, die erscheint in Kriminalspielen, Escape-Spielen, dass der Markt noch nicht übersättigt ist. Ich denke zwar immer, und ich habe schon seit 2 bis 3 Jahren gehört, das wird irgendwann aufstauen, da kommt gar nichts mehr und was weiß ich und sowas. Ich sehe es jetzt noch nicht. Und das ist ja auch krass. Ich meine, es gab Sherlock Holmes 1984 das Spiel des Jahres geworden. Dann gab es gefühlt 25 Jahre gar nichts mehr in der Richtung. Also ich habe das nicht wirklich wahrgenommen. Vielleicht mal so 1-2 Krimispiele sind aber auch untergegangen. Mhm. Und dann kam irgendwie Exit und noch so ein paar andere Sachen. Und dann bam, ist das explodiert. Ja. Und jetzt kann man ganze Regale in Spieleläden nur mit solchen Spielen füllen. Und es ist einfach cool, weil es eben auch Leute zum Spielen bringt, die sonst so sagen, ich habe eine Spielerunde, die auch, glaube ich, an und für sich gerne spielt, aber die haben halt gesagt, du Ben, bei normalen Spieleabenden kommen wir durchaus auch, aber mach mal so eine WhatsApp-Krimi-Gruppe auf und wenn du was Neues hast, dann sag Bescheid, dann spielen wir das. Dann sind wir sofort da und die sind auch sofort da und spielen das mit und haben da auch voll Bock drauf. Das ist der große Vorteil im Ganzen. Das bringe ich auf den Tisch, muss nicht viel Regeln erklären und dann wird da zusammen gerätselt, zusammen eine Geschichte erlebt und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, aber und der Druck ist natürlich jetzt hoch. Also den dritten Fall hast du so gut gelöst, oder? Den dritten Fall haben wir perfekt gelöst, ja genau. Und das Schöne ist auch, es sind auch eher nicht nur die Materialien, die hier drin sind, es ist auch so ein bisschen so multimediale Unterstützung bei, die auch einfach einen echt hohen Produktionsvalue hat. Also das ist schön. So. Der Stapel ist immer höher. Jetzt ich habe hier Nightmare dabei. Ich glaube, das müssen wir jetzt drüber sprechen, weil da brauchen wir vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht, aber eigentlich nicht. Wir können eigentlich nicht. Und zwar, ich erzähle mal meine Geschichte zu dem Spiel. Ich habe das schon gesehen auf der Messe erstmal, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und da fand ich das schon interessant und dann stand dran, ja, es ist von den Machern, die Escape Room das Spiel gemacht haben. Und deswegen habe ich es mir auch geholt. Also genau. Und dann hast du mir geschrieben und hast gesagt, Steff, du musst das spielen.
Schnapp dir irgendwie Leute zusammen, musst du fünft sein und spiel dieses Spiel. Und ich habe nur gesagt, okay, Ben, sag nicht mehr, ich will gar nichts wissen. Und ich habe für den nächsten Tag ausgemacht. Mhm. Ja, und hab zum Glück, das war noch so, gerade so zur Corona-Vorzeit, wo ich dann noch sagen könnte, also wo es noch nicht so ausgerastet war, okay, ich konnte mich noch mit vier Leuten treffen. Wir waren dann zu fünft und das war eine Nichtspielergruppe. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, mir wurde es empfohlen, ich weiß nicht, worum es geht oder was ist. Genauso war es bei mir auch. Aber traust du dich, habe ich zu einer gesagt, weil du bist gerade schwanger und das ist hier Nightmare, das Thriller-Spiel, also traust du dir das auch zu und sowas? Und dann sie, ja, sofort. Und dann ist das Licht ausgemacht und düster, Kerzen angezündet. Und dann habe ich gedacht, okay, ihr habt die richtige Gruppe ausgesucht. Genau das müsst ihr machen, wenn ihr das Spiel spielt. Und dann habe ich angefangen und man braucht eben Internetverbindung. Mhm. Und habe dann erstmal das Internet angemacht und dann wurde uns ein kleiner Fall gezeigt. Also gleich diese Stimmung, die man bekommen hat, in dieses Herrenhaus eben kommt man. Es regnet dort und es ist gruselige Musik dabei. Wir bekommen alle so eine Rolle zugewiesen. Also jeder spielt einen von diesen Charakteren und man liest im Vorfeld dann so eine kleine Geschichte von denen und weiß dann, worum es geht. So wie kann ich sagen, wir sind alles Geschwister, die in diesem Haus aufgewachsen sind und dann zu Waisen wurden, weil in dieser Hütte sind alle verbrannt. Alle unsere Eltern sind dort verbrannt. Das heißt, wir sind Cousinen, nicht Geschwister alles. Also ein bisschen Geschwister, aber es sind auch Cousinen von denen. Und jetzt nach 15 Jahren gehen wir wieder zurück zu diesem Herrenhaus und wollen rausbekommen, was damals da eigentlich passiert ist. Das ist so diese Grundgeschichte. Und viel mehr, ich habe da auch ein Video zu machen, wo ich auch gesagt habe, Leute, ich will da gar nicht so viel drüber erzählen. Es ist einfach ein Spiel, das für mich eines der krassesten Erlebnisse überhaupt war, weil es total immersiv war. Man ist wirklich in diesem Spiel drin. Und Spiel, wenn ihr müsst dafür Grusel, Horrorfilme mögen. Nicht so dieses Splatter, nicht so dieses Saw-Sachen, sondern wirklich eher so was, dann die Paranormal Activity, so die Richtung. Wo wirklich so die Spannung nach und nach aufgebaut wird, wo ihr da sitzt und denkt, oh Gott, gleich passiert es, und wo auch jemand neben euch sitzt und euch die Hand zerdrückt und das vollkommen okay ist. Wenn ihr solche Filme mögt, dann ist das ein Spiel für euch. Und ihr werdet auch, also ich will jetzt die Messer nicht zu hoch setzen, aber es geht schon in die Richtung. Es ist schon wirklich immersiv. Man muss sich wirklich drauf einlassen. Man muss wirklich Licht so weit dämmen, dass man das so noch gut lesen kann. Aber schon so ein bisschen düstere Atmosphäre. Vielleicht auch so ein bisschen spooky Musik dazu. Kerzenschein wäre auch ganz toll. Und ach, wie romantisch. Ja, das denkst du dann. Und irgendwann denkst du, oh Gott, ich hätte lieber richtiges Licht. Und das Spiel gibt euch auch so ein paar Vorgaben, wie ihr bestimmte Rollen füllen sollt. Macht das ruhig. Egal, wie ihr dazu steht mit Rollenspielen und so, macht das einfach. Versucht da ein bisschen drin aufzugehen, das auch so ein bisschen durchzuziehen. Das lohnt sich. Das ist echt ein spooky Erlebnis. Also ich habe mich da echt gegruselt teilweise. Ja. Und am Ende sitzt man auch so da und kaut da und denkt so, bitte nicht. Also es ist eher so für die Richtung, also ich erinnere mich an, ich glaube, der Film hieß The Others mit Nicole Kidman und The Sixth Sense, so diese Richtung. Genau. Eher so, so Haushorror. So ein Kammerspiel. Ja, genau. Inhaltlich sagen wir noch nicht, worum es geht. Also das wäre dann vielleicht zu viel zu verraten. Aber man sieht schon diese Schutzbrillen oder diese so Masken. So Masken, die man hat. Und ich hatte noch nie in einem Brettspiel so Angstgefühle, also wirklich so Adrenalin, wo man irgendwie sagt, okay, jetzt passiert irgendwas und ich fühle mich gerade unwohl und was wird nun passieren als nächstes? Ich weiß es halt einfach nicht. Irgendwann dachten wir uns auch ein Spiel so, soll wirklich irgendjemand ermordet werden? Und wir dachten uns, okay, in welche Richtung bringt uns dieses Spiel? Das war echt total. Man weiß es nicht. Man muss sich darauf einlassen, wenn man einfach sagt, nee, man erlebt das jetzt, deswegen will ich auch so wenig erzählen. Genau. Ja. Also ein bisschen, es ist halt kein Krimi-Dinner, sondern schon so ein Spiel, wo man so auch ermitteln muss ein bisschen. Man hat so, muss Hinweisen nachgeben, man hat mehr Möglichkeiten, als man Zeit hat quasi. Also muss man auch immer sich ein bisschen entscheiden, wo man hingeht. Passt gut auf. Also jede Vorgabe, die euch dieses Spiel macht, Empfehlung am Anfang, befolgt sie. Glaubt mir, es wird euer Erlebnis verbessern. Ich habe das ja schon leider auch nur einmal gespielt. Ich würde mich so sehr auf den zweiten Teil freuen. Andererseits frage ich mich, wie soll das gehen? Das ist genau das gleiche über Legacy. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Richtig. Ich glaube, das kann ich nicht reproduzieren. Jetzt, wenn du mir drei von diesen vier von diesen Spielen gibst, dann wird es nicht mehr so erlebt. Auch dieses überraschende Erlebnis, weil wir gar nicht wussten, was uns erwartet. Nee. Überhaupt nicht. Und dann hat es einen wirklich so es war echt cool. Und ich habe dann zu dir nur danach gesagt, okay, Ben, ich freue mich so darauf, wenn wir darüber sprechen können. Richtig. Und einfach mal wirklich sagen, was war bei dir, was ist da gewesen und was war dein Erlebnis mit dem Ganzen. Ich bin jetzt auch so neugierig auf das Spiel. Ich muss nur noch mal irgendwie die richtige Runde finden. Ja, das wird schwierig jetzt. Mit meinen Söhnen kann ich das noch nicht spielen. Nein. Das funktioniert nicht. Nee. Dann brauche ich irgendwie Erwachsene. Das sollte schon eine Erwachsene-Runde sein. Ja. Ab 16 Jahren, 4 bis 5 Spieler. Mein Tipp ist tatsächlich, spielst du 5. Aber wenn ihr nur 4 Leute seid, auch jetzt mit Corona und so. Ich habe es auch zu 4 gespielt. Es war halt ein echt cooles Erlebnis. 2,5 Stunden. Ich glaube, wir haben so knapp 3 oder so gebraucht. War einfach cool. Der Chat hat die ganze Zeit Angst vor Spoilern. Also wirklich gar nichts erzählt. Nee, ihr habt noch keine Ahnung, was euch erwartet. Nee, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das dachte ich mir schon. Gut. Ich wäre total sauer, wenn mir da irgendjemand was spoilern würde. Da wird ja auch nichts bei kaputt gemacht, oder?
Nee. Da kann man weitergehen. Also ja. Weiß ich nicht, ob da irgendwer bei zu Schaden kommt vielleicht. Also ja. Aber ich meine, das Spiel, also, Menschen ist das anderes. Ne? Es gibt Sachen, wo man was aufzeichnet. Genau. Aber die kann man sich wieder ausdrucken danach. Genau, steht glaube ich sogar drauf, dass man das alles wieder ausladen, runterladen und dann ausdrucken kann. Das haben wir zusammengespielt, Ben. Das haben wir komplett in 4 Tagen zusammengespielt. Genau, ich war wieder unsicher. Ja, Escape Room, das Spiel, hat einen zweiten Teil rausgebracht. Das war ganz überraschend, weil eigentlich ist Escape Room, das Spiel, hat ja schon ganz viele weitere Teile nach sich gezogen. Mhm. Und jetzt haben sie ja wieder gesagt, okay, sie machen eine neue Grundbox. Es ist nicht so, dass man das Gerät neu braucht. Das ist nicht der Grund. Also das braucht man nicht, alten, aber... Das habe ich. Aber es ist halt drin. Ist drin. Genau. Ich habe jetzt 3 davon mittlerweile. Ich auch, ja. ich habe es mir geholt wegen den 4 neuen Fällen. Richtig, ne, ja. Die man hier auch sieht mit den Schwierigkeitsgraden. Wird mal kurz drauf. Ja, es gibt den Wild West Express, der hat so 2 von 5. Dann gibt es The Break-In, nachdem es auch, glaube ich, schon Breakout in der Grundbox gab. Genau. 3 von 5. Dann gibt es Alice in Wonderland. Da kenne ich diverse Leute, die jetzt sofort sagen würden, das brauche ich. Wahrscheinlich auch gerade ein paar vom Bildschirm. und der hat 3,5 von 5. Und dann Another Dimension, der ist bei 4,5 von 5. Also schon steigender Schwierigkeitsgrad. Mhm. Also das ist halt wieder einfach erwartete Qualität, ja? Ja. Ich weiß genau, worauf ich mich einlasse. Ich habe den ersten gespielt, habe die einzelnen weiteren anderen gespielt und habe jetzt das bekommen, was ich da einfach erwartet habe. Das waren wieder 4 schöne Abende. Escape Room. Hast du den Piratenfall mittlerweile gespielt? Ja. Fall. Ich habe nämlich zu Hause, ich habe noch nicht gespielt. Ach so, okay, ja, aber das ist ein Einsteigerfall. Das ist, ja, aber also, spiele ich alles. Ja, das Spiel ist ja auch so gemein, das macht ja Sachen, das hat ja so bestimmte Grundmechaniken drin, die es auch immer mal wieder recycelt, wo wir auch bei einmal eine Sache und dachten, Stefan, Sie haben schon wieder gemacht, fuck, wir sind drauf reingefallen. Ja. Beim nächsten Fall, den wir morgen spielen, passiert das nicht und wir haben das gespielt und saßen da so 10 Minuten und irgendwann dachte ich, Stefan, Sie haben schon wieder gemacht. Das ist genau das Gleiche. Es klappt einfach immer wieder. Du denkst ja an diesen Spielen, du hast alles gesehen und was kann sich noch was Neues einfallen lassen. So ein bisschen Variation drin, anderer Ansatz und schon denkst du, hätte man drauf kommen können. Genau. Aber hilft natürlich, wenn man weiß, wonach man sucht. Ah ja, okay, hier ist nochmal ein Krimi, denn ich habe doch gewusst, dass 3 rausgekommen sind. Also Black Party, der Tod des Paten, also es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, die ihr euch da holen könnt und da sucht euch am besten das Thema aus, was euch am besten gefällt. Ja? Und dann seid ihr in der Welt drin, ist auch wieder wahrscheinlich 6 bis 7, ja genau, ist auch wieder 6 bis 7. Und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Das ist auch ein bisschen schade, ne? Die meisten sind ja wirklich eher für so große Gruppen, so Fälle für so 4, 5 Spieler. Ich meine, es ist natürlich auch schwieriger, weil dann, ne, wenn da so einer auch eine besondere Rolle hat, da nicht aufzufallen. Deswegen fand ich toll bei Nightmare, dass es 5 ist. Ja, also auch gerade zu mir zahlen. Gut. Ben, ich habe noch ein kleines Schmankerl. Ein kleines Schmankerl, kenne ich schon. Kleines, großes Schmankerl, würde ich sagen. Das hast du nicht gespielt, ne? Nein. Oh, das spielen wir nächste Woche zusammen. Das spielen wir zusammen. Da freue ich mich richtig drauf. Das verfügte Puppenhaus. Auch eine Reihe, die plötzlich gestockt hat. Also da gab es 2 Teile und dann plötzlich kam gar nichts mehr aus Escape the Room. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann hoffe ich, dass es gut war, weil die ersten Teile davon fand ich tatsächlich okay. Es war teilweise mehr so ein Tangram legen und so. Es war so eher familienfreundlich. Ja, genau. Was du jetzt da vergisst, ist mit Schülern, wenn ich als Lehrer mit meinen Schülern spiele, da geht die voll ab. Echt? Weil das ist genau deren Sache und so das Leben. Da funktioniert die super gut. Den zweiten Teil nicht, der ist schon ein bisschen... anspruchsvoller, aber da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt mit Kindern spielen würde. Nee, steht ja auch drauf, ne? 13 plus. Ja, aber ein verfluchtes Puppenhaus. Ich habe jetzt aber noch Angst vor Puppen. Also das steht ja auch hier drauf, 13 plus, 1 bis 4 Spieler. Das finde ich auch sehr charmant tatsächlich, dass er einfach mal steht, nicht bis 2 bis 3 Stunden, sondern 2 plus. Da fühle ich mich immer gut, egal wie lange wir brauchen. Ein Abend finde ich auch sehr charmant. Und hier das größte Gimmick im Spiel sieht man jetzt hier hinten schon drauf. Ein Puppenhaus. Das ist eine super Idee. Also das habe ich auch in Nürnberg eben aufgebaut gesehen. Und ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung von dem Spiel. Aber da habe ich total... aber ich habe total Lust drauf, weil das wieder dieses Element hat. Wir können was entdecken in diesen Räumen und sehen dann was. Und auch so ein 3D-Element. Ich habe schon ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass wir irgendwelche Puppen da drin einsetzen müssen und umherziehen und plötzlich sind wir das und so. Oh, nee, das ist der schlimmste Horrorfilm. Vor allem, wir haben ja auch in Holland eine Escape-Raum-Tour gemacht, wo wir auch so ein Puppenhaus... Da hatten wir auch so ein Puppenhaus. Escape-Ding gemacht. Da waren wir wirklich auch noch drin. Das war echt spooky. Im Puppenhaus selber drin. Also das war... also wie gesagt, wir haben es noch nicht gespielt, es ist ganz frisch, eben erst erschienen. Das ist, glaube ich, eine Vorab-Version. Geheimgegenstände in jedem Raum versteckt. Wird also noch dauern, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie es sich unterscheidet und welche Richtung das geht. Weil wenn das Haus aufgebaut ist, ob da jetzt irgendwie dahinter noch was versteckt ist, dass ich das aufmachen kann, wie beim Adventskalender oder so, ich weiß es einfach noch nicht. Da müsst ihr schauen, in einer Woche wahrscheinlich werden wir spielen. Ja, ich denke, haben wir denn noch aus dem Chat was, wo wir gerade so voll im Flow sind? Ja, also hier wurden diverse Sachen schon wieder beantwortet. Guter Chat. Also im Moment sieht es ganz gut aus. Okay, ja, sehr gut. Dann können wir weitermachen. Zum Schluss glücklich. Ja, okay, wunderbar.
Und auch hier eine Hinweise, Anleitung und Wiederzusammenbau und Rätsel zum Nachdrücken sind online verfügbar. Das finde ich auch mal sehr charmant, wenn man das einfach dann, weil da gibt es ja viele Leute, die sagen so Exit kaputt machen. Genau. Hier halt, was ist, ist es auch, also allein die Box ist natürlich. Ist eine riesen Box. Ich habe keine Ahnung, was es kostet dann wird. Also. Ja, ne, wir lösen noch keine Rätsel. Nein, 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 wir schauen noch nichts an. Detective, a Modern Crime Board Game, Season 1. Ich war sehr irritiert am Anfang, als da Season 1 dran gestanden ist, weil ich irgendwie dachte, habe ich was verpasst? Ja, wir haben doch Season 1 schon gespielt. Ja, also ich habe doch die erste schon gesehen. Es soll aber tatsächlich eine Neuentkopplung sein, denn sie verfolgen hier einen anderen Ansatz. Während die erste Box dadurch bestochen hat, dass man einen Kriminalfall gelöst hat, der über mehrere Fälle gegangen ist und sich nach und nach aufgebaut hat. Und ich weiß nicht, am Ende, wie viele hatten wir 40 verschiedene Verdächtige oder so. Du bist aber eine. Ich habe mich gefühlt wie bei Game of Thrones. Ja, so, wer ist doch mal? Stimmt, also über Game of Thrones. Ist das hier jetzt reduziert? Also sie haben gesagt, das ist jetzt ab 12 Jahren, 90 bis 120 Minuten, 1 bis 5 Spieler. Und wir machen die Fälle so, dass man sie an einem Abend spielen kann. Und das ist auch so. Ich habe den ersten habe ich schon gespielt, die anderen noch nicht. Mhm. Und du hast auch schon gespielt, Marie? Ja, den ersten Fall habe ich auch schon gespielt. Hat mir sehr gut gefallen, weil ich bin auch so, ne, klassisch der Fall, keine Zeit bei dem Kennerspiel. Also, dass man irgendwie sagt, wer soll das mit mir spielen gerade? Und deswegen habe ich mich sehr über das gefreut. Und erster Fall hat richtig, richtig gut gefallen. Und ich muss jetzt unbedingt dann auch die anderen beiden, die da mit drin sind, das ist ja immer alles so ein bisschen unterschiedliches Setting auch, spielen. Also fand ich sehr gut. Mit den hast Daten. Du gespielt mit deinen Kindern? Oder Mit meinem jetzt 14-Jährigen. Ah ja, okay, das ging also. Ja, ja. Das okay. Hat auch Spaß dran gehabt. Ja, ja, und absolut. So. Und ja. Ich finde euch sowieso ganz gemein hier. Ich habe so viel Neues auf meiner Einkaufsliste. Und ich bin eigentlich, ich lese keine Krimis oder gucke mir irgendwelche Serien in der Richtung an. Ich mag aber diese Spiele inzwischen sehr gerne. Die sind wirklich gut. Ja. Hast du den ersten Fall schon gespielt? Oder? Ich habe noch gar keinen Fall davon gespielt. Okay. Tatsächlich. Kannst du auch nachholen. So hast du schon? Ja, den ersten habe ich gespielt, genau. Ich habe ja gehört, das ist ja auch so ein bisschen Richtung Sherlock, kann man das so sagen? Nee. So einzelner Fall ist, und nee, nicht? Okay. Ja, man ist halt wirklich so wie ein echter Ermittler. Auch, also es ist schon sehr stark an das Kenner-Detective angelehnt, aber wirklich reduzierter. Wir haben halt Die Decks sind dieses, halb so groß, dieses, ne? Ja, wir haben da halt auch diese Ausgangssituation, den Tatort und dann müssen wir halt schauen, was wir tun. Ne? Wir verbrauchen immer Zeiteinheiten, wenn wir irgendwo an einen anderen Ort gehen. Wir können Hinweisen nachgehen oder auch vertiefende Ermittlungen machen. Also das ist sehr schön, sehr frei. Man darf halt jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt so krass angeleitet wird, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man verzweifelt. Also wir waren zu keinem Zeitpunkt an einem Punkt, wo wir dachten, wir kommen nicht mehr weiter. Man hat immer schon eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und was dann rauszufinden. Was ich sehr charmant fand im Vergleich zum ersten Detective ist, dass sie die Marker reduziert haben. Mhm. Also es gibt nicht wie beim letzten Mal vier verschiedene Marker noch für irgendwelche verschiedenen Dinge, sondern es gibt eine Markersorte und wenn du irgendwo willst, willst du den Marker ausgeben oder nicht. Und das ist nicht eine richtige Entscheidung, sich dann immer zu überlegen, wollen wir da noch den Raum durchsuchen noch genauer oder gehen wir weiter zum nächsten Tatort oder zum nächsten Ort? Das hatte ich eine gute Lösung. Ja, auch voll kooperativ. Ein bis fünf Spieler, so ab 12 Jahren vorne. Ihr habt das ja wahrscheinlich gesehen. Das hier ist jetzt das Englische. Das gibt es tatsächlich auch schon auf Deutsch. Ja, die haben es auf Deutsch da. Haben wir auch, glaube ich, sogar da. Wir müssen das rausgriffen, weil das auch da war. Ja, auch Sprachbarriere, von daher kein Problem. Nee. Freue mich auch schon so ein bisschen drauf. Und das Original Detective auch richtig gut. Aber es ist wirklich anspruchsvoll, fordernd. Man braucht echt Zeit, wenn man sollte das relativ zügig spielen. Also seht ihr das noch als Familienspiel Plus oder das trotzdem? Ja, für mich ist es Familienbereich tatsächlich, ja. Don't play Detective, be one. Mikro Makro habe ich ja auch mit dabei. Oh, das hatten wir auch schon. Denn wir hatten zwar schon, aber für meinen Krimi-Slot möchte ich da auch gerne nochmal drüber reden. Weil es ist nun mal ein Krimi-Fall. Ihr könnt es jetzt direkt spielen. Stimmt, rein theoretisch, ja. Ja, ja, es ist nicht ganz schon sehr so klein. Gut, aber weil steht drauf, direkt loslegen. Auf der Schachtel könnt ihr spielen. Es ist ein Wimmelbild-Suchspiel eigentlich, oder? Erstmal, aber das Tolle auch hier wieder, kaum Regeln. Und auch das habe ich schon in der Schule gespielt. Man packt diesen Plan aus, man gibt so eine Karte vor und sagt, ja, such mal diesen Mann, der war irgendwo auf dem Jahrmarkt. Und dann sucht man erstmal, wo ist der Jahrmarkt hier überhaupt, auf diesem Plan. Und dann findet man den Jahrmarkt und man findet man diese Person, dann schaut man die nächste Karte an, dann sagt er, was ist mit ihm passiert, wo ist er hingegangen als nächstes? Und dann gehe ich hier weiter und sage, da sehe ich ihn. Und dann geht er dort. Und es ist so schön, wenn man so kooperativ das dann spielen kann, immer mehr entdecken kann von diesem ganzen Stadt. Und es ist eine sehr blutrünstige Stadt. Oh ja. Also hier ist an jeder Ecke irgendwas passiert und irgendwelche Toten in diesem ganzen Stadt. Die Stadt ist brutal. Das ist wirklich brutal, ja. Also dass da überall jeder Ecke irgendwas passiert ist. Aber das macht es natürlich auch spannend, ja. Also es gibt ja so viel zu entdecken in diesen ganzen Kriminalfällen. Und ehrlich gesagt,
ich möchte sofort eine Erweiterung. Ja. Also das ist was, wo ich sage, gib mir mehr. Also ich will hast du Schneide gespielt? Bitte? Hast du Schneide gespielt? Ja, ich habe Schneide gespielt. Ja, ich das geht so schnell. Also das ist mit ja so kleinen Augen über dem Plan. Ja, die Fälle sind da wirklich kurz. Okay, ist eine Lupe drin, ja, um das Ganze dann. Und das Spannende ist auch tatsächlich, zum einen ist eine Lupe drin für Leute, die nicht mehr ganz so gut gucken können. Ich komme ja auch wahrscheinlich bald in das Alter. Die ist hier dabei. Und wir haben hier diese Fälle, da sieht man auch, das ist so ne, Fall 1 von 5, der Einführungsfall, den man spielt, um das Ganze kennenzulernen. Und man sieht das gerade leider nur begrenzt. Jetzt sieht man es, ich zoome mal kurz ran. Weil man kann einmal mal zu 5 Karten, die einen durch die Geschichte durchführen. Jetzt ist, glaube ich, Stefan gleich ein bisschen nah rangezoomt. Man sieht hier so einen Charakter. Und man kann entweder diese Karten der Reihe nach spielen, dann wird man so nach und nach durch den Fall geführt, oder man spielt den Expertenmodus und man weiß, um den hier geht's und wir müssen jetzt den kompletten Fall lösen, ohne uns weitere Hinweise zu holen. Das ist wirklich nur mit dem Plan zu arbeiten und zu gucken. Das stelle ich mir bei dem Fall, wo man 11 Karten hat, relativ anspruchsvoll vor. Es geht. Aber es geht. Es geht. Also das ist dann für die Herausforderung. Ben, ich habe noch was. Du hast noch was? Ich habe noch was. Siehst du, es ist gerade wirklich so, ne? Messe und das ist so ein Ding, so Krimispiele, das ist einfach explodiert. Mach mal weg. Wahrscheinlich machen wir nächstes Jahr, hast du Nachfolger? Nein, aber ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Oh, doch. Dark Story gibt es. Es ist noch auf die englische Version. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Huch das auch wieder ins Deutsche übersetzen wird. Ab 12 Jahren, ein Plus-Spieler, 60 bis 90 Minuten. Watch the story unfold before your eyes. Look for answers to the puzzles to free yourself. Stuck, don't hesitate to request a hint. There's always a way out. Zeig mal, was es darum geht und pack mal bitte aus, weil ich selber habe es auch noch nicht ausgepackt. Ich weiß noch nicht, worum es geht, sondern ich kenne nur die Vorgänger. Escape from Asylum. Das war die Anstalt, um die es da gegangen ist. Und jetzt gibt es eben dazu einen Nachfolger. Das waren richtig große Packungen, zwei, ja, die rausgekommen sind, mit einem sehr, wo man aus einer Anstalt eben fliehen musste. Also wirklich ein ganz großer Kriminalfall. Mehr mache ich jetzt nicht auf. Du hast Angst, dass da irgendwas dann rauskommt. Ja, also nee, das ist mir zu heikel. Aber so ein Folded-Ding wahrscheinlich, ne? Und ich fand, da waren wirklich sehr viele Ideen drin in diesem Krimispiel oder Escape-Spiel. Wenn wir live spielen, guckt doch keiner mehr zu, ne? Schade. Nee, machen wir nicht. Und ich glaube, deswegen bin ich gespannt, was sie da jetzt sich haben einfallen lassen. Weil ich glaube, da kann man noch sehr viel ermöglichen mit dem System, was sie haben. Wo man dann noch Karten austauscht, wo die Geschichte dann anders verläuft, je nachdem, wo man hingeht. Da hätten sie von meiner Meinung nach noch mehr rausholen können aus dem System an sich. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt noch mehr drin steckt als in den ersten beiden. Ich habe das erste tatsächlich nur den Einführungsfall mit dir auf der Messe gespielt. Ach so. Mehr noch nicht. Oh, das ist noch zu Hause rumliegen. Das sind ja auch ne 10 Fälle, die jeweils eine Stunde dauern. Ja. Also bei dem großen, ne, steht ja auch Escape from the Asylum. Das ist ja quasi auch, der US-Teil heißt ja, glaube ich, auch genauso. Ne? Ja, ist so, genau. Und da hat man wirklich 10 Stunden dann, die man damit verbringen kann. Haus des Geldes, Netflix. Da können wir auch wieder eine Geschichte zu erzählen. Denn wir haben echt einen echten Escape-Raum besucht, oder? Ja, wir waren in Holland, da haben wir ein paar coole Escape-Räume gemacht. Also noch reisen durfte und noch Spaß gemacht hat. Also Spaß macht es jetzt auch noch, aber man will da vielleicht nicht mehr hin. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe die Hälfte der ersten Staffel geguckt. Ja, und deswegen kann ich euch nicht sagen, wie weit die Serie jetzt wirklich abgebildet ist. Aber die Rätsel, die haben es teilweise schon in sich. Also hier ist es schon so, dass ich sage, nee, das brauche ich keinem Einsteiger in die Hand drücken. Nee. Die geben dir teilweise dann 10 Karten vor und du musst irgendwie aus diesen 10 Karten ein Rätsel zusammenstellen. Das war teilweise schon anspruchsvoll. Das war anspruchsvoll. Wir haben es auch gespielt, relativ spät nachts angefangen und haben dann die ersten, ich weiß nicht, das sind glaube ich 15 Aufgaben oder so. Wir haben irgendwie 5 davon gespielt, haben da echt auch gut für gebraucht. Dinge, die wir sehr ungern machen bei solchen Spielen, Hilfekarten nehmen, ist ein bisschen gegen die Ehre. Wir haben es dann, glaube ich, da trotzdem irgendwann mal gemacht. Und nachdem wir das irgendwie, dann haben wir gesagt, nee, komm, ist zu spät, lass mal aufhören. Und dann haben wir es halt nochmal mit einer anderen Gruppe gespielt, wo wir gesagt haben, ihr macht jetzt erstmal die ersten 5 Fälle und dann steigen wir ein, wenn ihr da seid, wo wir sind. Und das war nicht besser als ihr. Das lag nicht in der Uhrzeit, das war schon knackig. Das war schon knackig, also das kann ich eher denen empfehlen. Und vor allem halt Leute, die, glaube ich, für Haus des Geldes eben auch drauf genau, stehen. Auch wieder, ne, Franchise. Und das holt natürlich auch wieder Leute zum Spiel, die sagen, oh, das finde ich toll und Exit-Spiel habe ich auch schon mal vielleicht gespielt, da will ich gerne mehr von und spiele jetzt mal hier das Netflix-Haus des Geldes Escape Game. Genau. War schon happig. Ich habe nur eine Sache, dann bin ich schon durch. Echt? Ja. Und dann wirst du fertig. Bin ich durch. Ich habe es mal mit reingenommen. Es geht in die Richtung Krimi oder Escape oder irgendwie sowas, weil es halt auch so eine Sache ist, die man einmal spielt. Von der Grundidee war ich begeistert. Ja. Die Umsetzung war
nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, um so zu formulieren. Ja, so kann man es sagen. War aber trotzdem sehr erfolgreich. Kommt also, gut an. Es ist jetzt der 8., 9., 10. Teil davon. Ja, schon also, weit. Da merkt man wieder, was interessiert die Leute Influencer. Man macht sich halt sein eigenes Bild, was ja auch gut ist. Genau, also anscheinend bei Familien ist das wirklich schön, weil sie werden so kurzzeitig richtig. So... Eine, hast du es gespielt? Nein. An du? Nee, gar nicht. Nein. Okay, hätte mich mal interessiert. Mach mal, würde mich mal interessieren. Ja, würde mich echt interessieren, auch genau. Mit vielen Leuten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, mit zwei Leuten ist man da schnell durch und man entscheidet sich schnell. Das ist so eine Story, man muss, ne, an du heißt es, ja, man muss das Schicksal von Personen rückgängig machen. Halten das hier mal in die Kamera, das heißt, es gibt ohne Wiederkehr. Das heißt, man bekommt halt so eine Geschichte vorgelesen und dann hat man halt so ja, verschiedene Zeitabschnitte, in die man springen kann und muss dann halt immer gucken, ne, da kriegt man so einen Abschnitt aus dem Leben dieser Person oder von mehreren Personen und da muss man eine Entscheidung treffen, die sich halt auswirkt. Ne, wenn die halt auf das Schiff nach Amerika steigen, dann passiert das und das. Wenn sie nicht drauf steigen, dann geht die Geschichte halt irgendwie anders aus. Das Leben wird anders beeinflusst oder würde ab diesem Punkt anders beeinflusst werden. Und da halt auch drüber zu diskutieren, welche Auswirkungen hat das jetzt? Welchen Zeitabschnitt gucken wir uns an? Wo wollen wir hinspringen und warum? Das ist tatsächlich schon ganz gut gemacht und also ich glaube, es ist einfach auch besser mit 4, 5 Leuten da. Also bei manchen Spielen habe ich ja gesagt, eher weniger Spieler. Hier ist, glaube ich, die Diskussion ein ganz, ganz großer Teil von dem Spiel. Und da macht es halt schon Sinn, das mit 4, 5 Leuten zu spielen. Es gibt da halt wirklich 6, 7, 8 Fälle. Und ja, kann man auch mal auswählen, wenn man sich für das Prinzip an sich, weil die Prämisse des Spiels ist wirklich gut. Und ich habe da halt, ich selbst fand die ersten Teile, danach habe ich es auch nicht weitergespielt, auch nur so okay. Dann habe ich gesagt, es gibt so viele davon, ich mache mal nicht weiter. Aber ich habe halt auch Feedback dazu bekommen, wo Leute auf meinem Kanal gesagt haben, Ben, wir hatten Spaß damit, guckst du dir vielleicht nochmal an. Ja, genau, ging mir genauso. Ja. Also vielleicht, wenn man mal wieder eine große Gruppe hat, was jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern wird, aber dann guck ich mir vielleicht auch nochmal an. Ja. Jetzt ende ich auf ein Highlight. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob du schon gespielt hast. Ich hab's schon gespielt. Ja, ich dachte es mir schon fast. Ich habe natürlich, ich halt auf dich gewartet, aber... Du hast noch nicht gespielt? Nein, ich hab's noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Oh, es ist, das habe ich vorhin, glaube ich, auch gar nicht erzählt. Es ist anders als andere Exits. Nein, ehrlich? Aha. Du wirst es aufmachen, was denken? Moment, da, was ist da falsch? Oh, okay, da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, okay, damit hast du schon was versprochen. Weil das ist eigentlich das, was ich jetzt kritisiert habe eigentlich bei den Exit-Spielen in letzter Zeit. Ja. Dass halt immer die gleiche Rätselart war, dass man 3 Zahlen rausbekommen musste und sowas. Und ich mir wünschen würde, ja, kann das mal irgendwie jetzt noch offener oder irgendwie sowas werden? Ich sag jetzt nicht, was da anders ist. Nee, aber allein, dass du das sagst, freue ich mich schon. Ich muss mal eben ganz kurz sagen, lieber Chat, es tut mir leid, aber ich kann jetzt hier leider keine Krimispiele verruffeln. Also das ist für diesen Slot gerade nicht vorgesehen. Auch wenn ich verstehe, dass ihr jetzt hier Blut geleckt habt. Okay. Ich würde jetzt furchtbar gerne was von den Spielen haben. Aber jetzt gerade, ich kann das jetzt hier leider nicht einfach mal eben so eigenmächtig. Nee. Aber der nächste Raffle kommt bestimmt. Und wir machen das bestimmt noch. Ja, wir machen einen, oder? Wir haben noch hier ein paar Sachen, die wir... Wir werden machen, aber wir müssen halt... Ja. Wir müssen vorbereiten, ja, aber genau, bleibt, guckt uns einfach dauerhaft dann... Wir werden noch mal irgendwann einen machen dazu, das ist versprochen. Vielleicht kommt ja irgendwas davon noch in die... Big Box? Megabox, genau, das kommt dann auch später. Also, Exit hat mich noch nie enttäuscht. Es ist einfach so. Nee, war immer. Das gut. War immer zumindest gut. Ja. Aber eigentlich war es immer herausragend für mich. Das ist halt immer diese Rätselart, wo ich danach einfach sage: Wow, ist das gut. Es ist kein Rätsel in dem Sinne, wo ich sofort hingucke und sofort lösen kann oder zu schwer. Es ist immer genauso diesen Nerv getroffen, dass so aufbauend schrittweise ist, dass man sich immer ein bisschen an diese Lösung annähert und immer so belohnt wird, immer diese Glücksmomente. Der eine sieht das, der andere sagt das noch dazu und plötzlich ist das Ganze offenbar. Und es ist immer so: Ich habe manchmal Escape-Spiele gespielt. Da hat man irgendein Rätsel und denkt sich, es könnte A, B oder C sein oder als Lösung. Und eigentlich werden alle gleich logisch. Und hier ist es immer so, wenn man das Rätsel gelöst hat, dann weiß man es hundertprozentig. Aha. Dann weißt du ganz genau, ja, das muss gelöst sein. Anders ist, jetzt sehe ich, dass das die anderen sich dabei gedacht haben. Genau, finde ich halt cool, dass der Weg dahin, dass bei manchen Krimispielen oder Exit-Spielen, die das so kopieren, nicht ganz so gut machen, ist es halt so, du bekommst eine Aufgabe, wandel diese Zahlen in Buchstaben und mach so eine Fleißaufgabe oder so. Das ist halt so, dekodier irgendwas und sitzt einer da eine Viertelstunde und rechnet das um und muss irgendeinen Satz irgendwie jeden 5. Buchstaben und das mal 3 und durch 4 rechnen. Und das finde ich halt mega langweilig, so Fleißaufgaben. Das will ich in solchen Spielen nicht haben. Ich möchte gefordert werden, darauf zu kommen, was das Rätsel ist. Und wenn ich das Rätsel habe, dann kann das auch ruhig noch irgendwie cool zu lösen sein, aber so der Weg dahin, das muss das Spannende sein. Das ist halt immer in diesen Spielen drin, wo du meinst, es ist nie zu schwer. Ich habe tatsächlich auch schon ab und zu da auch mal eine Hilfekarte genommen, weil wir einfach nicht drauf gekommen sind. Und wenn du manchmal eine halbe Stunde drüber nachdenkst und es geht nicht voran, geht auch irgendwann bei uns zumindest oder bei mir der Spielspaß weg, weil ich denke, okay, ich drehe mich hier im Kreis. Und dann ist eben auch die Kunst, finde ich, wenn du dann diese Hilfekarte anguckst oder vielleicht auch irgendwie die Lösung dann raushast, dass du dann sagst, hätte ich drauf kommen hätt können. Hätte ich drauf kommen können. Ja, nicht, genau. Dass du denkst, ja, ernsthaft Leute, wie soll man das denn machen? Das ist ja total doof, sondern hätte ich drauf kommen können. Mein Trick ist, ich lasse immer Ben dann die Karte anschauen. Dann sage ich, und kann ich drauf kommen oder nicht? Und dann sagt er manchmal,
guck nochmal da, vielleicht irgendwo hin oder irgendwie so. Oder er sagt, nee. Und dann weiß ich schon, okay, alles klar, gut, dann muss ich das so machen. Und spannend ist ja auch immer, man hat ja immer bei jedem Exit ist ja auch immer so ein Schachtelrätsel irgendwie drin. Und jedes Mal guckt man da drauf und überlegt sich, okay, was hiervon könnte das Schachtelrätsel sein? Und wir dachten, wir hätten es safe rausgefunden bei dem Spiel. Und natürlich war es dann wieder doch ganz anders. Da kommt du nutzt immer dann viel. Quasi das Ben-Orakel zwischendurch. Ja, sehr gut, genau. Ja, wenn er mit mir spielt, dann scheint das, der Sechser hat er ja leider ohne mich gespielt. Aber dann werde ich mir eine andere Gruppe suchen. Du musst einfach häufiger vorbeikommen. Ja. Es gab die Exit-Puzzles noch. Ja, die richtig gut. Die richtig gut waren. Richtig gut. Und eine sehr angenehme Abwechslung. Und auch da wieder herausragend für mich. Die Puzzles wurden in die Rätsel richtig clever eingebaut. Also es ist nicht nur so ein Selbstmittel gewesen, dass man sagt, ja okay, rein theoretisch hätte man auch einfach den Ort als Poster beilegen können und ausklappen. Nein, das Ganze wird verwendet für die Rätsel. Da muss man auch sagen, ganz, ganz, ganz wichtig, es gibt ja Exit-Puzzle. Exit ist halt so ein Begriff, den kann man sich nicht schützen lassen. Das kann ja jeder machen. Und es gibt einen Ravensburger Exit-Puzzle und es gibt einen Kosmos-Exit-Puzzle. Und die Ravensburger Exit-Puzzle, da puzzelt man und hat danach halt so ein paar, ja fast schon Fleißaufgaben, die man lösen muss. Also es ist auch nett für Leute, die rätseln. Ich persönlich würde jetzt fast sagen, so auf Rätselbuchniveau. Und hier, ne, von den Machern, die halt das originale Exit auch gemacht haben, das ist halt wieder geil. Das ist da halt denkst besonders, du, ja. Da hast du auch so Mechaniken drin, wo du denkst, so, das wäre cool, wenn sie das eingebaut hätten. Und dann haben sie gemacht. Mhm, und genau. Ist einfach sehr cool. Aber allein, dass das gekommen ist, macht mir auch wieder große Hoffnung, genau. Dass da wieder was kommen kann. Also es ist immer so, dass ich denke, hey, da gibt es noch so viel. Also es ist noch nicht ausgeschöpft, sondern jetzt kommen sie mit Puzzles, was ist denn das Nächste? Und vielleicht mal eine App? Oder keine Ahnung, was da noch kommen kann. Apropos noch kommen kann, wir sind ja heute der Tag der guten Überleitung, jetzt haben wir da nur 5 Minuten. Ja. Und das allergrößte Highlight haben wir gar nicht hier. Wir haben es auch nicht vorbereitet, dass wir das einblenden können. Aber auch für dich ist doch so ein Krimispiel das absolute Highlight des Jahres, oder? Ja. Das ist City of Angels, ja. Detective. Ja. Das haben wir jetzt leider nicht hier, weil es kommt auch erst auf Deutsch im Dezember, glaube ich, oder Januar. Also es dauert noch ein bisschen. Aber das ist auch wirklich einfach richtig, richtig gut. Das war der Highlight meines Jahrgangs. Also das war wieder so, dass ich gedacht habe, Krimispiele, ja, da habe ich schon vieles gesehen und macht mir immer noch Spaß. Und macht auch eigentlich nur kooperativ Spaß. Gegeneinander funktioniert nicht. Wie soll denn das gehen? Ist ja immer doof. Plötzlich kommt das und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das nochmal so auf den Kopf gestellt werden kann, das ganze System. Und Stefan will das so unbedingt nochmal wieder spielen, weil er heißt der Krimi-Master. Ich weiß nicht wirklich warum, weil dieses Detective-Spiel hat er 2 Missionen bisher gespielt. 3. Und wie viel davon hast du gewonnen? Ja. 0. Und er sagt dann immer so, ach, du weißt davon, ich hab ja auch, und komm ich mit, nein, falsch. Hat er gebraucht, um sich davon zu erholen? Das tat sehr weh. Es tat wirklich weh. Aber vor allem der letzte Fall. Ich war da der Game Master und es hat so viel Spaß gemacht, mich dazu zu holen. Und als Game Master kann man auch immer ein bisschen entscheiden, wem gebe ich so welchen Hinweis, in welche Bahn lenke ich ihn so ein bisschen. Und ich habe halt Stefan auch immer genau die gegeben, wo ich wusste, da. Ich habe ihn immer falsch gelesen, jedes Mal. Das Besondere, es gibt einen Spielleiter und in dem Fall war es eben der Ben. Und dann darf ich Verdächtige verhören und darf er mir eine Karte geben, wie ich dem Verdächtigen eben, was er mir sagt. Und da gibt es immer 4 verschiedene Möglichkeiten, die er sich aussuchen darf. Bei einem sagt er alles, was er weiß und dann immer weniger. Und das heißt, wenn er mir irgendwas gibt, dann muss ich entscheiden, ja, fordere ich ihn heraus und drücke die Pistole auf die Brust nach dem Motto oder eben sage ich dann, nee, ich nehme diese Antwort, die er mir gegeben hat. Und jedes Mal, wenn ich herausgefordert habe, war das schon die beste Antwort. Und ich habe immer gedacht, nee, der sagt mir nicht alles. Ja. Du willst jetzt also sagen, dass du selbst mit der besten Antwort nicht gewonnen hast? Ich habe selbst damit nicht gewonnen, also, aber es lag nur im Englischen. Ja, natürlich. In der deutschen Version ist das alles natürlich viel besser. Cool. Das Tolle ist eben auch, es gibt da, glaube ich, 6 bis 8 verschiedene Fälle drin und die sind auch alle irgendwie eigen, machen auch immer mit dem Spielmaterial, mit dem Spielfeld irgendwie was Neues, haben einen ganz interessanten Ansatz. Alle waren anders. Alle Fälle waren anders gestrickt und haben andere Sachen verwendet. Anderes Flair, andere Sachen. Hat auch so ein bisschen, spielt so in, das ist auch witzig, ne? Das spielt ja im so Film Noir, so 50er-Jahres-Setting. Und da schreiben sie auch extra drin, ja, wir haben so ein paar Vokabeln reingemacht auf Englisch. Die hatten damals eine andere Bedeutung. Die stehen hinten drin, da werden die auch mal erklärt, dann versteht ihr die. Und wir natürlich, okay, weil das Wort hier auf Englisch verstehen wir nicht. Dann mal nachgucken, es stand nicht hinten drin. Dann, okay, ja, ist dann halt, war auf Englisch auch eine super Erfahrung. Aber ich freue mich auch wirklich, ich habe jetzt auch nicht mehr Fälle gespielt, weil es kommt halt auf Deutsch raus. Und das ist so ein Spiel, da möchte man auch eigentlich so alles rausholen. Ja, deswegen ja. Bin ich super gespannt auf die Übersetzung. Es hat auch am Anfang eine Vertonung, wo man die Geschichte vorgelesen bekommt. Auch so schön in so einem rauchigen
Slang. Justus Jonas war das dann noch in der deutschen Version. Echt? Ja, es wird auch okay, also das muss cool werden. Das ist ja auch wichtig bei solchen Spielen. Wenn die eine original gute Vertonung haben, das auf Deutsch hinzubekommen, ist ja oftmals schwierig, weil es im Englischen auch viele Nuancen gibt. Bei uns läuft das ja meistens mehr so über Dialekte. Aber da, also wenn das auch noch gut gemacht ist, dann also ich freue mich super drauf. Hoffe auch, dass die Erweiterung dann bald kommt. Und ich habe es auch noch nicht gespielt und ich bin auch super, super gespannt. Oh, da kannst du dich drauf freuen. Und auch das ist ja. Du hast ja gesagt, es gibt einen Game Master. Tatsächlich hat das Spiel auch einen Solo-Modus. Das heißt, ich als Game Master kann das vorher spielen, so ein Choose Your Adventure-Style, wo ich im Prinzip genau die gleiche Erfahrung mache, außer es mit richtigen Mitspielern zu spielen. Aber dann kann ich halt den Game Master machen, kann das halt mit euch spielen, kann halt euch auch so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Und das Coole ist halt, die meisten dieser Spiele hier hast du gespielt, kannst du nicht mehr spielen. Wenn ich jetzt Game Master bin und hoste ein Spiel für Stefan und Stefan spielt das, was kann Stefan dann machen? Ich kann es danach auch nochmal spielen. Genau, dann mache ich die Game Master das nächste Mal. Natürlich nicht mehr mit dir als Spieler, aber mit einer neuen Gruppe als Spieler. Und plötzlich bin ich derjenige, der den anderen eben die Antworten geben darf. Also, das wirklich das Highlight des Jahrgangs für mich. Ja. Und auch vor allem in dem Bereich. Und ich glaube, damit sind wir nämlich auch durch und enden dann mit Highlights, dem nächsten Highlight. Weil richtig, Punkt das Landung. Ist wirklich moderne Brettspiele, City of Angels. Und das ist der Talk, an dem es nächstes geht, um moderne Brettspiele. Und deswegen bleibt dran. Es gibt wieder tolle Gäste und ich selber bin nicht dabei, aber schau auch sehr gespannt zu. Ich bin auch nicht dabei, also ihr seht jetzt auch mal wen anders. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß damit und bleibt einfach dran. Bis gleich. Bis gleich.